Könntest du dir einen Wechsel nach Saudi-Arabien vorstellen? Bester Mitspieler und bester Gegenspieler? Bist du glücklich mit Magdeburg? Galatasaray oder Fenerbahce? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Video mit Barış Atik. Wir sind heute hier in der MDC Arena, haben gerade die Erzählmer-Folge für euch abgedreht. Wenn das Video draußen ist, dann habt ihr die Erzählmer-Folge schon gesehen. Und wenn nicht, dann checkt sie genau hier oder da oben ab. Ich werde ihm jetzt eure Zuschauerfragen stellen. Da kamen ein paar sehr interessante Fragen. Fangen wir direkt mit Frage Nummer 1 an. Frage Nummer 1 kommt von Patrick Ebert. Wer ist dein Abi? Patrick Ebert ist mein Abi. Das ist, glaube ich, eine gute Antwort. Ja. Die zweite Frage ist, die auch sehr interessant ist, was wäre aus dir geworden, wenn du kein Profifußballer geworden wärst? Boah, schwierige Frage, weil ich hatte keinen Plan B, wenn ich ehrlich bin. Was glaubst du, was wärst du? Keine Ahnung. Deswegen gut, dass es geklappt hat, oder? Ja, ja, ganz gut. Ganz okay. Gut. Ich glaube, ich konnte nur Fußball spielen. Ich war nicht so der Beste in der Schule. Aber dafür kannst du Fußball spielen ganz gut, würde ich jetzt. Bisschen. Würde ich jetzt behaupten. Okay, dann kommen wir zur dritten Frage. Galatasaray oder Fenerbahce? Galatasaray. Da legst du dich auch fest. Ganz fest. Nike oder Adidas? Fußballschuh Adidas, privat Nike. Hast du einen Ausrüster? Nein. Okay, das heißt, du kannst tragen, was du willst. Was war die beste Stimmung, die du in deinem Leben erlebt hast, außerhalb von Magdeburg? Boah. Ich glaube, das Derby Galatasaray Fenerbahce. Da warst du aber nur als Zuschauer. Ja. Und als Spieler? War damals DFB-Pokal Dresden gegen Hertha. An alle, die sich daran erinnern, das war ja geisteskrank. Da warst du auch als Spieler mit dabei gewesen. Wenn du eine Mannschaft aus 5 Spielern zusammenstellen müsstest, aktive und Ex-Profis, wer wäre es? Ronaldinho, Zidane, Nummer 2. Weißt du, ich will nicht diese klassischen Cristiano, Messi. Messi, okay, ja. Die will ich gar nicht jetzt. Ja. Natürlich gehören die auch dazu. Die sind die besten Fußballer, die es jemals gab. Aber so, wo ich einfach so, weißt du, wo mir so krass gefallen hat und so, war Zidane. Ronaldinho. Dann irgendwie, wenn ich das so habe, was ich noch so krass gefeiert habe, sein Spielstil war Hazard. Krank. Fand ich geisteskrank. Hat mir so krass gefallen. Komm, einen gebe ich hier noch und das ist Adriano. Boah, das ist ein wilder Call, aber gehe ich mit. Obwohl man da werden viele jetzt reinschreiben, warum kein Ronaldo Messi, aber wir haben ja gesagt, wir wollen es nicht so einfach machen. Was war der wichtigste Moment in deiner Fußballkarriere? Ich glaube, der Wechsel zu Magdeburg. Kann ich so unterschreiben, jetzt als Außenstehender. Ich glaube, das war nochmal der Punkt, der dich ein bisschen oder viel nach oben geschossen hat. Ja. Bist du glücklich mit Magdeburg? Extrem. Wie groß ist der Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga? Ist schon ein Unterschied, weil die zweite Liga schon kampfbetonter ist und nicht so viel zulässt wie in der dritten Liga. Spielst du Kickbase? Du bist eine Maschine, gibst immer viele Punkte. Ich habe es gespielt, aber ich bin dann 3 Wochen drin und dann, dann komme ich nicht mehr drauf. Okay. Deine Meinung zu den Fans von Magdeburg? Emotional, laut und sorgt immer für Gänsehautmoment. Bester Mitspieler und bester Gegenspieler? Schon schwierig. Aber nicht Training, oder? Der war der Mitspieler. Oder Gegenspieler. Okay, mit Spiel alles, egal. Firmino, mit dem ich nur trainiert habe. Aber war schon krass. Was hat ihn ausgemacht? Ja, einfach seine Technik und so. Und wie abgeklärt der war. Ne? Dieses Brasilianische fand ich geil. Gegenspieler, einer der härtesten. Ich fand damals diese, als wir gegen Frankfurt gespielt haben, da war diese Tuta, Dicker und meine, boah, die waren schon hart. Die waren schnell, körperlich krass und die waren richtige Maschinen. Die haben es dir schwer gemacht. Ja. Kannst du dir vorstellen, über deine Fußballkarriere hinaus in Magdeburg zu bleiben? Ja. Wie war es, von Deutschland also nach Österreich zu ziehen? Ich glaube, war einfach, weil es hat sich nicht angefühlt, als hättest du jetzt, als wärst du irgendwo im Ausland, wo du die Sprache nicht kennst oder sonst irgendwas. Deswegen war es nicht so einfach. Also war es einfach für mich. Könntest du dir einen Wechsel nach Saudi-Arabien vorstellen? Guck mal, ich kann jetzt mich hier hinstellen und sagen, nee, könnte ich mir nicht vorstellen. Ach, es ist schwierig. Ich glaube, man muss auch ehrlich sein, so, ne? Wenn halt ein ganz, ganz wildes Angebot kommen würde, kann mir keiner sagen, dass kein Fußballer auf dieser Welt sich das überlegen würde. Ich glaube, die Fußballer, zum Beispiel die bei den Top-Clubs wie Real Madrid, die können das sagen. Aber ich habe dritte Liga und zweite Liga gespielt. Aber wenn so ein wildes finanzielles Angebot kommen würde, natürlich macht man sich Gedanken. Da kann mir, also bin ich absolut menschlich, ehrlich. Klar. Ehrlich. Finde ich auch gut, dass du ehrlich bist, weil es gehört dazu, dass man auch sich darüber Gedanken macht, bei dem vielen Geld. Und ja, ich sage immer, wenn Mbappé ein Angebot kriegt, der sowieso schon mehr als ausgesorgt hat für 7 Generationen,
da kann er nochmal überlegen, aber als kleinerer Spieler kann man schon mal drüber nachdenken. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, kommt für mich gar nicht in Frage. Mhm. Wäre einfach eine Lüge. Klar, aber finde ich gut, dass du ehrlich bist, und ich denke, viele Fans da draußen oder Zuschauer werden auch einverstanden sein mit deiner Meinung, dass du ehrlich bist. Und dann die allerletzte Frage, wer ist der beste YouTuber außer mir? Für mich ist eigentlich nur Kevin from the Block der Beste. Sehr gut. Danke, dass du da warst. Danke auch noch. Bist du nur der Einzige. Sehr gut. Danke auch nochmal an dich, dass du die Zuschauerfragen dich gestellt hast. Danke an die Zuschauer, die Fragen gestellt haben. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wem ihr als nächstes hier bei mir im Interview sitzen haben wollt. Mit deiner Hilfe kriegen wir den ein oder anderen Profi auch nochmal ran. Ich denke, da lässt sich bestimmt was machen. Krieg mal hin. An diesem Sinne, danke, dass ihr da wart, und bis zum nächsten Mal.